seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zum finalen, zum allerletzten Part von Let's Play 13. Da auf der Lady B sind wir jetzt hier. Die Lady B, also die Lady Biene, keine Ahnung. Hat hier überall ein Buffet aufgebaut mit Snacks, Croissants, andere Bäcke. Salate und dies und das. Hier ist du, hier können wir nicht hoch. Hier hochgehen. Ja, hier ist halt nur noch Party. Hier ist nichts. Da ist er ja. Jason Fly, unser Nationalheld. Es ist mir eine Ehre. Hey, Fly! Wenn du mich mit Vornamen ansprichst. Ja, der hat hier sogar eine Beireiher und so. Das gehört ja hier auch. Ja, überall nur dieselben Leckereien. Na gut. Ja, ein paar hübsche Frauen. Ja, hier ist sie. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ja. Nun? Wow, ich finde sie atemberaubend. Ich weiß. Und du? Immer noch im Schlafanzug. Und Humor haben sie auch. Ich weiß. Nicht sehr gesprächig, hä? Carrington meint darauf, dich zu sprechen. Danach muss ich auch noch ein Wort mit dir reden. Wirklich so, ja? Guckt euch an. Da braucht man nicht viel Fantasie, nicht wahr? Jo. Sheridan for President. Ja, ganz recht, das ist dasselbe Boot vom Anfang, wo wir diese Flashbacks gesehen haben. Ja, hier. Uhr oder so. Ach, da ist er ja. Hey, wo ist dein Smoking? Hallo, Fly. Endlich treffen wir uns unter glücklicher Umstände. Geben Sie sich bitte in den Vorderteil des Schiffes. Ja, hier habe ich auch noch eine Vorspur, Nummer 13 und so. Lana. Hey, Fly, warum holst du? Zwei Farben, reich, rot und blau. Eine Variation. Ja, ja. Ah, wow! Ja, wo geht er wohl dahin? In dieser kleinen Schiffsbar tatsächlich die allerletzte Akte. Nummer 1. Ganz recht. Walter Sheridan. Ich bitte dich, Wally, gib mir meinen Sohn zurück. Wir hatten eine Vereinbarung, Kim. Du hattest die Gelegenheit, 13 loszuwerden. Warum hast du sie nicht genutzt? Ich glaube, sie hat ihren Sohn irgendwie entführt oder so. Genau. Die Tür können wir alle nicht rein. Ich wiederhole.
dir, Mongoose. Weil anscheinend lebt Mongoose noch. Nummer 1, hören Sie mich! Hier Nummer 1, höre laut und deutlich. Siehst du ihn? Wer ist Nummer 1? Schnell! Ist das Feuerwerk nicht nach Ihrem Geschmack, Mr. Fly? Und hier endet die Story halt abrupt. Das war's, meine Freunde. Hat Sheridan, Walter Sheridan, seinen eigenen Bruder töten lassen. Er ist die Nummer 1. Ja, hier die Credits halt nicht wahr. Ja, wie gesagt, ja, zum Spiel. Ich fand es schön, also mir hat Spaß gemacht. Ich, damals, als das Original rauskam, 2008 oder so, oder 3, nee, 2003 glaube ich sogar schon. Auf dem Game, also ich habe es auf dem GameCube damals gespielt, halt kam auch auf anderen Konsolen, glaube ich, raus. Fand ich, wie gesagt, hat mich das Spiel vor allen Dingen deswegen interessiert, weil wie gesagt, Ego-Shooter ist nicht so mein Genre, wo ich sage, ja, das muss ich unbedingt zocken oder ähnliches. Ich spiele hin und wieder mal gerne einen Ego-Shooter, wenn er gut ist und schwierig ist. Aber das hat mich halt vor allem dieser Comic-Stil, also das ist halt irgendwie wie ein Comic aussah, das Ganze hat mich da ein bisschen dran fasziniert. Und darum habe ich mir da damals geholt und ja, wie gesagt, da damals habe ich es noch nicht durchgespielt, erst viel später habe ich das mal einfach komplett durchgezockt. Und ja, danach, wie gesagt, nie wieder anfassen. Ja, eher nicht, dass ich überhaupt wenig interessiert habe, weil er halt andere Spiele gab, die ich spielen wollte und so. Ja, dann kam, hab irgendwann gelesen oder in irgendeiner Release-Liste stand dann ja, dass ein Remake von 13 geben wird und so weiter. Aber ich habe nie erfahren, wann das rauskam. Das kam anscheinend schon, glaube ich, 2020 oder so. Raus, aber das soll wohl, wie gesagt, nicht ganz so gut gewesen sein. Es gab wohl viele Kritiken und so weiter. Soll auch sehr wohl, ihr habt ja gesehen, auch hier gab es noch einige Bugs. Ne? Sehr bugreich wohl gewesen sein, auch und alles, und da haben sie halt nochmal überarbeitet. Ich glaube, beim Verlauf der Upgrades mal hier geguckt, und da war halt unter anderem halt auch bei neue bessere Grafiken, Mehrspielermodus und ja, der wurde halt, wie gesagt, nochmal komplett überarbeitet vor, keine Ahnung, wann das war. Und durch Zufall, habe ich das in irgendeiner Liste im Play Store mal, habe ich das dann gefunden. Und ja, da habe ich mir das natürlich nochmal geholt. Und ich fand es eigentlich okay. Ja, based on the original 13 Game, developed by Ubisoft and used under license. Komischer Ubisoft. Ja, Ubisoft hat das Original damals gemacht und da habe ich mir das halt nochmal geholt und ja, ich fand das wieder nochmal ganz gut, war alles gut gemacht und so, also Spielbarkeit ist okay, finde ich. Ja, wie gesagt, ich habe mich wieder sehr ein bisschen aufgeregt natürlich über, dass die halt immer so komisch ausweichen, weil wenn du immer gefühlt, wenn du auf den Abzug drückst, machen die einen Schritt zur Seite oder ducken sich oder ne, oder rollen sich da Matrix-Style da durch, irgendwie durch die Kugeln und werden scheinbar nicht getroffen und so, das finde ich, ja gut, da kann man sich überstreiten. Und das Feedback, also Treffer-Feedback, dass du halt einen Typen ein Magazin in den Arm rinnen schießt oder in den Bein rinnen schießt und der steht da, als ob das gar nichts wäre und schießt fröhlich weiter auf die, ohne wenigstens Aua zu sagen oder zurückzuzucken oder weiß ich irgendwas, ne? Das finde ich schon ein bisschen heftig irgendwo. Auch wenn du halt vielleicht keinen tödlichen Punkt ist, der dich gleich tot umfällt, aber du musst ja wenigstens irgendein Feedback geben, dass er getroffen wurde, ne?
Aber sonst, ich finde auch das Level-Design war ganz okay. Sehr schöne Levels an sich eigentlich. Und wie gesagt, ja, es gibt hier und da ein paar Bugs, aber ich finde, dass sie zumindest im Zustand dieser Version des Spiels nicht mehr so tragisch sind. Wie gesagt, gut, der eine Bug, den wir hier hatten, wie gesagt, der erste Mal in all der Zeit aufgetreten, wo ich das gespielt habe. Ja, gut, dieses Level habe ich jetzt vielleicht nicht so oft gespielt gehabt. Seit, ja, drei, vier Mal vielleicht, keine Ahnung. Dass man den Granatwerfer, den Raketenwerfer nicht abfeuern konnte, ja gut, keine Ahnung, warum das so war. Major Jones. Englisch Version. Und so, ne, also das hatte ich vorher noch nie gehabt. Aber irgendwas hatte ich schon mal, da war schon mal irgendwas, wo ich auch nochmal irgendwie vom Kontrollpunkt oder so nochmal neu starten musste oder so. Voice Acting English Version. David Duchovny. Obwohl ist das nicht der, man kann. Adam West. Aber das ist nicht der Adam West, oder? Der muss doch schon sehr alt sein. Die sagen mir jetzt so nix. Ja, da müssen wir wissen, was die sonst vielleicht noch synchronisiert haben. So, hier kommt erst ein Voice Acting. Rolf Becker. Ja, die sagen mir jetzt nichts so. Voice Acting. Naja, jedenfalls, ich glaube, irgendwas war schon mal, wo ich nochmal ein Level, weil irgendwas nicht funktioniert, so wie es sollte. Ach ja, genau, mit dem Sherry, dann mit dem Präsidenten, wo ich den Präsidenten da hintragen muss, aber das wusste ich da halt noch nicht, dass man den Präsidenten einfach hintragen muss. Und, naja, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich, war okay spielbar. Ja, war halt comic-mäßig und so. Die Grafik, sie hat, man muss es mögen, ne? Also man muss sich darauf einlassen, dieses Comic-Grafik-Stil. Ansonsten gesagt, fand ich das Spiel sehr, sehr, sehr gut aussehen, also detailreich und alles und so weiter. Also da kann man nicht meckern. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht, die Musik war auch ganz okay. Gut, dass jetzt hier irgendwie im letzten Abschnitt, im letzten Part in dem am Ende, wo die Musik so laut geblieben ist, da hätte es wahrscheinlich wieder runterfahren soll, weil der Bosskampf ja eigentlich vorbei war. Also ich kann euch durchaus empfehlen, wenn ihr ein bisschen Ego-Shooter mögt und euch auf diesen Comic-Rausch einlassen wollt, mal durchzuzocken. Ich glaube, ist auch nicht so teuer. Und wie gesagt, ich habe sogar die Platin-Trophäe erreicht. Ja, mittelprächtig schwerer. Ach ja, und übrigens, wenn ihr das Spiel nicht kommt, wenn ihr die Trophäe wollt, dass ihr das auf härtesten Modus und so weiter durchgespielt habt, dann braucht ihr nur dieses letzte Level, das wir gerade gespielt haben, auf dem entsprechenden Schwierigkeit gerade durchspielen, dann habt ihr das schon. Habe ich auch nicht gewusst, ich habe das mal gemacht, weil ich am Anfang dachte, dass es vielleicht vom Schwierigkeit gerade abhängt, ob die Trophäen da sind oder nicht. Aber das ist so nicht. Kommt in jedem Schwierigkeit gerade vor, aber da habe ich halt auch ganz schwer gespielt. Oder habe ich das nur. Nee, ja, irgendwie, genau, da habe ich. Ja, dieses Level ganz schwer halt gespielt, um zu gucken, ob da halt Trophäen. Irgendwie sind also die Trophäe, die Figur und die Akte, ne? Die Akte habe ich gleich beim ersten Mal damals gefunden, die war nicht besonders schwer, aber die Figur halt da auf dem Buffet. Da habe ich wirklich nochmal jedes Buffet gut durchsucht, darum habe ich die dann gefunden. Aber das hat damit halt nichts zu tun, aber dadurch habe ich halt das gekriegt, ja, viel auf härtesten Modus durchgespielt. Wenn ich an allen Schwierigkeitsgraden machen, dann zählt das halt als durchgespielt. So ein bisschen komisch, aber ist halt so,
war ihm wahrscheinlich zu schwierig einzuprogrammieren, dass die Trophäe wirklich abcheckt, dass du jedes Level durchgespielt hast oder so, ne? Ja, das war's. Das waren die Credits. Ja, und jetzt wollen wir uns nochmal das hier anschauen, die ganzen Dossiers. Ja, hier wieder, das sind die Trophäen, kann man, ja, jetzt werden sie sogar angezeigt. Hier, diese auf Mittel ab, diese auf Maximum ab. Das heißt, man braucht bloß immer die letzte Dings durchspielen, dann hat man das Ding schon, ja, unverwundbar. Ein Level ohne Schaden zu erleiden, und da zählt der letzte Level nicht, das wäre zu einfach. Da empfehle ich euch ein U-Boot oder so, das geht da eigentlich ganz gut, oder die Bank zur Not auch. Ja, ohne Schießen, jetzt so ähnlich. Ja, dann hier halt, eliminiere 5 Gegner hintereinander mit Fäusten oder eliminiere 15, in einem Level 15 Gegner durch Kopfschuss und so weiter. Ja, da muss man halt schon ein bisschen auf hinspielen natürlich. Hintereinander 5 Gegner ohne sich zu alarmieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber irgendwie muss ich doch geschafft haben. Ja, eben mal trinken, ja gut, das kann man leicht forcieren. Jo, mehr als 25 Mal, na ja gut. Stich einen Gegner von hinten, ohne bemerkt zu werden. Ja, da habe ich euch gezeigt, die Stelle, wo man am besten machen kann. Ja, du, ja, das mit der Rüstung, das war heftig. Da muss man halt am besten, ja, mit einer Pistole oder so. Aber nee, ich habe mit einem M16 habe ich das gemacht. Mit einem M16, immer ganz vorsichtig, immer so schussweise auf dem Helm und auf die Rüstung, bis sie verschwindet, und dann mit dem Messer halt das Ganze beenden. Oder, nee, ich weiß gar nicht, ob es mit dem Messer sein muss. Vielleicht geht es auch mit der Faust oder so. Aber man muss halt aufpassen, dass man nicht einen Schuss zu viel macht. Vor allen Dingen beim Kopf, weil er dann sofort tot ist durch Kopfschuss. Und hier haben wir, ja, das ist das. Und den Gegner ohne verletzt zu werden und so weiter, ja. Minifacts finden. 6 Gegner mit einem einzigen. Also da muss man halt 6 Gegner erschießen mit einer Pistole, ohne halt einmal daneben zu schießen. Und hier, das hier. Achso, ja, mit der letzten Kugel. Und irgendwo gab es auch noch. Wo waren das? Irgendwo gab es auch noch eine Scharfschütze. Ja, hier für die ganzen Dinger natürlich. Emerald Base. Ja, das sind alle die man sowieso kriegt, wenn man die Levels hat abschließt. Ja, mit dem Sandsack hier irgendwo. Ja, wir hatten im ersten Level halt alles kaputt schlagen da in dem Strandhaus. Ach, hier. Leere das Magazin des Revolvers mit allen. Mit dem alternativen Feuermodus, ohne ein einziges Mal daneben zu schießen. Ja, das solltet ihr bei einem Bossgegner machen. Weil alle anderen Gegner sterben mit einer Kugel, außer Magnum, ne? Also außer die vielleicht stark gepanzert sind, solltet ihr unbedingt einen Bossgegner machen, wenn ihr die Trophäe wollt. Da ist es relativ einfach. Weil, wie gesagt, beim alternativen Feuermodus, da ballert der Magazin in einem Schuss leer, also die Trommel. Ne? Also da müsst ihr schon aufpassen. Ja, und hier machen wir jetzt mal die Sammelgegenstände. Ja, hier 20 Charaktere und 20 und 14 Waffen haben wir. An hier oben 1 Jones und 13 Asylisten. So sieht Jason Fly nach seiner Operation aus. 13 Jones Militär. Die alten Partner arbeiten wieder zusammen. Und natürlich Gala. Yeah, nun 13 Jones Gala. Die retteten die Welt. Retteten die Welt, aber mit Stil, ja. Ja, keine Ahnung, ob zwischen denen noch mehr läuft als nur berufliche Zusammenarbeit. Hermon Goose, dieser gesuchte Verbrecher, ist der Anführer einer Gruppe von Söldnern. Der Befehl, 13 zu töten, ist nicht der erste Auftrag dieser Art, den er von den Verschwörern erhalten hat. Aua, Mann. Ja, ich hab grad Krampf und Fuß. Na, geht ja. FBI-Agenten. Die Guten, klar, sie machen gelegentlich Fehler, aber sie tun ihr Bestes, um die Menschen zu beschützen. Ja, das ist hier auch der Job. Die Mongoose-Killer. Mongoose-Killer. Auftragskiller, die von den Mongoose angeheuert. Bei dem Mongoose, keine Ahnung. Angeheuert wurden. Die meisten stehen bereits auf Fahndungslisten und werden
der Polizei aktiv gesucht. Ja. Trotzdem laufen sie einfach mal so rum. Amos, ein unbestechlicher Mann. Die Verschwörung hat es nicht einmal versucht. Er ist vielleicht nicht mehr der beste Soldat, aber er ist weise und kämpft für die Gerechtigkeit. Ja, das ist der FBI-Chef da, und der, wie gesagt, ihr seht, der hat halt nur einen Arm, das ist mir lange Zeit nicht aufgefallen. Carrington, General Carrington, kann immer noch perfekt mit einer Pistole umgehen und ist erfahrener als die meisten anderen Soldaten. Seine große Schwäche ist die Gabe. Alvin Wax, einer der Hauptsäulen der Verschwörung. Seine Position als Verteidigungsminister macht ihn zu einem der gefährlichsten Menschen der Welt. Sheridan, Walter Sheridan. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist voller Wille und Leidenschaft. Er will die Träume von seinem verstorbenen Bruder William verwirklichen. Kim. Früher war sie Nummer 17. Jetzt kennt sie nur noch ein Ziel, sich für den Tod ihres Mannes an der Verschwörung zu rächen. Extremisten. Können die mit dieser Maske überhaupt vernünftig zielen? The Call und Spats. Die Special Assault Destruction Section ist nicht dafür bekannt, Gnade zu zeigen. Oh, hier ist sie, Janet, die Baywatch-Nixe. Die Guten gehen immer zuerst, ja. Mal so sehen. Medizinisches Personal und Plain Rock. Wer braucht hier eigentlich eine Therapie? Gefängniswärter. Die Gefängniswärter der Strafanstalt Plain Rock sind das perfekte Beispiel für von der Verschwörung organisierten Korruption. Diese gefährlichen Söldner sind den hohen Preis, den man für ihren Dienstleistungen bekommen muss, mehr als wert. Sollte hoffen. Personal der Winslow Bank. Jasper Winslow, einer der reichsten Menschen der Welt ist, das ist aber auch schon das Einzige, weshalb man ihn schätzt. Drew, der USS Patriot. Die Besatzung des U-Boots USS Patriot. Eine wichtige zerstörerische Kraft innerhalb der Verschwörung. Und Nummer 20. Stanwell und die GIs. Auf Befehl von Stanwell, alias The Butcher, also der Schlechter, der Fleischer, haben diese Männer General Carrington entführt. Der Butcher, Fleischer, ne? Der Schlachter. Waffen. 12 Gorge Pumpgun. Die 12 Gorge wird primär aus nächster Nähe eingesetzt. Mit ihrem sekundären Angriff kannst du im Nahkampf Gegner ausschalten, ohne allzu viel Lärm zu machen. Ja, wie gesagt, die habe ich nicht allzu oft benutzt. 9 mm. Eine praktische Alltagswaffe. Die Pistole ist relativ präzise, auch Feuergeschwindigkeit ordentlich. Und erhöht sich noch, wenn du zwei Pistolen gleichzeitig einsetzt. In der Tat. Alternativer Feuermodus. Der Revolver. Oder Magnum. Der klassische Magnum Revolver, eine starke und präzise Handfeuerwaffe, deren einzige Nachteile ihre geringe Munitionskapazität und ihre niedrige Feuerrate sind. In der Tat. Aber dafür ist halt auch sehr, sehr stark. M16. Ein stellfeuerndes Sturmgewehr. Ordnanzwaffe der US Army. Es besitzt auch einen Granatwerfer für die Mitteldistanz, der als sekundärer Angriff eingesetzt werden kann. Ja. Die Kalasch, AK-47, die wahrscheinlich verbreiteste Feuerwaffe oder Handfeuerwaffe der Welt. Die Kalaschnikow, wurde sogar hier genannt, ne? Kalaschnikow. Die Kalaschnikow ist deutlich stärker als der M60, jedoch weniger präzise, ist eine gute Waffe, wenn Manstopping gefragt ist hier. Ja. Mannstoppwirkung gefragt ist. In der Tat. Bazooka. Die Bazooka lässt sich für einen Raketenwerfer recht schnell nachladen und fügt Gegnern und Ausrüstung schweren Schaden zu. Als sekundäre Anwendung kannst du Gegner mit dem Lauf 1 überfahren. Ja, wie gesagt, irgendwie hat das bei uns nicht funktioniert, die Bazooka. Keine Ahnung, kann ich da nicht sagen, warum.
die Armbrust. Ein leichtes Scharfschützengewehr. Die extrem leise Waffe wird primär für Angriffe aus der Mitteldistanz auf Gegner ohne Panzerung, insbesondere Helme, eingesetzt. Yep. Granate. Eine explosive Granate, die im Umkreis der Explosion großen Schaden anrichtet. Extrem nützlich, um Gruppen von Gegnern zu zerstreuen. Man kann auch ein großes Bild machen und sich das dann von allen Richtungen angucken. Harpune. Eine sehr spezifische Waffe. In vielerlei Hinsicht verhält sie sich genau wie eine Armbrust, ist aber die einzige, die auch damals abgefeuert werden kann. Ja, brauchen wir aber nicht, weil es gibt im Wasser keine Gegner. Also sinnlose Waffe ever. Hofmesser. Das Standardmesser für Kampfmesser für der US Army ist besonders im Nahkampf effektiv, leise und tödlich. Als sekundären Angriff kannst du die Messer aus mittlerer Distanz werfen. M60. Das schwere Maschinengewehr M60 aus der amerikanischen MG-Familie verwendet Patronen des Kalibers 7,62 x 51 mm. NATO mit einem M3-Patronengurt. M13-Patronengurt. Diese unglaublich schnell feuernde Waffe ist in wenigen Sekunden leer geschossen. Ja, das stimmt. Am besten wird sie im Nahkampf verwendet, um zu vermeiden, dass Munition verwendet wird. Ja, ohne die unbedingt meine Lieblingswaffe sind Schnellfeuer-Maschinenpistolen. Verschwenden eine Menge Munition und treffen schlecht. Außer wenn der Gegner direkt vor deiner Nase steht. Ein Jagdgewehr. Ähnlich wie die Pumpgun. Der Hauptunterschied besteht darin, dass diese Waffe zwei Läufe hat. Die Jagdschrotflinte ist etwas präziser als die Pumpgun. Ja, und hat halt nur auch nur zwei Schuss. Ne? Oder ich weiß nicht. Nee, ja, die müssen natürlich auch haben. Dragomir oder ja, irgendwie Dragomov, so heißt die. Scharfschützengewehr, eine extrem präzise und tödliche Distanzwaffe. Perfekt geeignet, um Gegner auszuschalten, die noch nicht einmal wissen, dass du überhaupt da bist. In der Tat. Ja, das war das. Ja, wie gesagt, man kann, wie gesagt, hier alles, Bilder und so weiter, halt nochmal in groß darstellen. Ja, die Figuren kann man nicht umkippen. Halt die Mädels nicht unter den Rock gucken kann, natürlich. Ja, wie gesagt, ich meine, guckt euch sie an, ne? Wahrscheinlich hat sie auch unten rum nichts unter, keine Ahnung, ich werde zu sagen. Ja, ich frage mich, ja, ob die auch privat irgendwas miteinander haben oder so. Ja, und jetzt kommen wir zur Verschwörung. Fangen wir bei Nummer 20 an, hier unten, der Doktor. Kann man hier auch was? Nee. Nummer 20, Dr. Edward Johansen, Chefarzt und Direktor Plain Rock Asylum. Nach seiner Ergreifung am Yellowknee Lake wird Jason Fly ins Plain Rock Asylum gebracht. Eine psychiatrische Anstalt unter der Leitung von Dr. Edward Johansen. Als Jason Fly versucht, aus der Anstalt zu entkommen, greift Johansen ihn mit Messern und neuralen Inhibitoren an. Fly überwältigt den Arzt aber und kann entkommen. Johansen stirbt in seinem eigenen Operationssaal. Larry Shepard, Generaldirektor des Verteidigungsministeriums. Larry Shepard war vor seiner Verhaftung Generaldirektor des Verteidigungsministeriums, also ein weiteres hochrangiges Mitglied der US-Regierung. Ansonsten ist über sein Leben nicht viel bekannt. Nummer 18. Edwin Rauschenberg, CEO des CBN Channel. Der CBN Channel ist ein Nachrichtensender, der nach William Sharons Tod über den Fall berichtete. Edwin Rauschenberg, CEO des Senders, sorgte mit großer Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Berichterstattung ihm selbst und den Mitgliedern der Verschwörung nicht schadete. Ja, logisch. Hier ist sie, Nummer 17, Kim Rowland. Steve Rowlands Witwe. Kim Rowland, die Witwe von Steve Rowland, schwor den Mitgliedern der Verschwörung Rache, nachdem diese ihren Mann verraten und dadurch für seinen Tod gesorgt hatten. Ihr Plan, ihr Plan war es,
die Identität der anderen Verschwörer herauszufinden, indem die Jason Flyer 7 Doppelgänger auftreten ließ. Nummer 16. Norman Ryder, Colonel der Nationalgarde. Über das Leben von Norman Ryder ist kaum etwas bekannt. Gesichert ist nur, dass er Colonel in der Nationalgarde war und eine wichtige Figur im Hintergrund der Verschwörung war. Ja, Nationalgarde ist ja so eine Art Notarmee, wenn man so will. Hauptsächlich im Inneren eingesetzt, die halt auch aus Freiwilligen besteht, die halt im richtig normalen Leben halt, ja, Geschäftsbesitzer sind und weiß ich was, halt noch ganz normale Menschen, halt Arbeiter und weiß ich was, die halt am Wochenende halt trainieren, dafür, wenn halt Notfälle sind, dass sie halt zum Einsatz kommen. Dort gibt es halt nicht in jedem Land, bei uns in Deutschland gibt es sowas halt zum Beispiel nicht. Ne, die haben halt militärische Ausbildung, haben auch Waffen und dies und das. Ne, und ist da eine ganz wichtige Geschichte in Amerika. 15. Jack Dickinson, CEO der American Legion. Jack Dickinson, der CEO der American Legion, war im Hintergrund der Verschwörung tätig. Genau wie seine stärker sichtbaren Mitverschwörer wurde er für seine Beteiligung verhaftet. Die zweite Frau, Harriet Tremore, CEO der Federal Steel Corporation. Harriet Tremore war CEO der Federal Steel Corporation, also Stahlherstellung. Bevor sie zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, eine niedrigere Strafe als viele ihrer Mitbeschwörer. Ja, keine Ahnung, wonach das geht, was die Strafe hier dafür kriegen. Ich meine, für Hochverrat sind 10 Jahre nicht allzu viel. Nummer 13. Steve Rowland, Captain Treasure Souls Destroying Section. Steve Rowland war als Captain der Eliteeinheit Spets und war der Attentäter, der Präsident William Sheridan ermordete. Später wurde er von seinen Verschwörern verraten. Er starb in den Armen seiner Frau, Kim, nachdem er angeschossen wurde. Nummer 12. Lloyd Jennings, Berater Weißes Haus. Lloyd Jennings war Sicherheitsberater im Weißen Haus und arbeitete eng mit dem Präsidenten zusammen. Nachdem seine Beteiligung an der Verschwörung ans Licht kam, wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt. Er 30 Jahre schon eher was, schon heftiger als 10. Nummer 11. Seymour McCall, Colonel Special Assault Destroying Section. Ich weiß gar nicht, ob so eine Einheit tatsächlich existiert. Colonel Seymour McCall war ein hochrangiger Offizier der US Army und Kommandant der Eliteeinheit Spets. Er war Steve Rowlands direkter Vorgesetzter und wurde später um 13 in der Spets-Basis eliminiert, also von dem falschen Leiter. 10. Orwell Witsummer, Eigentümer Medienunternehmen. Wie viele andere Verschwörer auch, wurde Orwell Midsommar zu 20 Jahre Haft verurteilt. Nachdem seine Beteiligung an der Verschwörung an sich gekommen war, vor seiner Verhaftung war er Eigentümer einer Reihe von Medienunternehmen. Nummer 9. Jasper Wilson, Chief Executive Officer, also CEO. Winslow Bank. Jasper Winslow war CEO des Consortium of Middle West Banks. Er wurde gemeinsam mit seinen Mitverschwörern Clayton Willard im Hotel Bristol Suites getötet. Dean Harrison, Kongressabgeordneter. Dean Harrison war Nummer 8, stellvertretender Sprecher des Repräsentantenhauses. Als seine Beteiligung an der Verschwörung ans Licht kam, wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt. 7. Franklin Edelbright, Admiral USS Patriot. Hier ist er nicht mal ein Admiral. Rear Admiral Franklin Edelbright war ein hochrangiges Mitglied der US Navy und Nummer 7 der Verschwörung. Er wurde auf der USS Patriot von 13 getötet. Nummer 6. Irving Allenby, Richter, Sheridan-Affäre. Irving Allenby wurde ursprünglich von Cole Elbrain eingesetzt, um das Attentat
an William Sheridan zu untersuchen. In Wahrheit war er aber ein Mitglied der Verschwörung und zeichnete den vorgetäuschten Tod von Steve Rowland bei Hubschrauberabsturz auf. Er wurde erschossen, nachdem Amos ihm offenbart hatte, dass er die Wahrheit über ihn kannte. Nummer 5. Clayton Willard, Senator. Clayton Willard war der Vorsitzende der Waffenkommission des US-Senats. Er starb gemeinsam mit seinem Mitverschwörer Jasper Winston im Hotel Bristol Street. Philip Gillespie, Innenminister. Philip Gillespie ist der Innenminister der US-Regierung. Nachdem er für seine Beteiligung an der Verschwörung verhaftet wurde, wurde er zu 30 Jahren verurteilt. Ja, sehr unterschiedlich, von 10 bis 30 Jahren. William Stanwell, Chief of Staff, Weißes Haus. General William the Butcher Stanwell war ein loyaler Untergebener von Calvin Beck. Er war vor der Operation Total Red für die Verhaftung von Carrington verantwortlich. Später wurde er im Sektor 2 der SSH-Basis besiegt. Der sich selber? Ah, nicht, war er, der sich hingerichtet hat. Genau. Calvin Beck, Verteidigungsminister. Calvin Beck war in der Galbraith-Regierung Vizepräsident der USA. Er erschoss sich, als er von 13 in die Enge getrieben wurde. Und die Nummer 1. Walter Sheridan, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Walter Wally Sheridan ist Kongressabgeordneter und kandidiert für das Amt des US-Präsidenten. Er ist der Bruder des vorherigen Präsidenten William Sheridan, der bei einem Attentat ums Leben kam. Genau. Ja, der andere, über den wir hier hören, immer... Jailbrain, genau wie man das ausspricht, der war natürlich vorher Vizepräsident und wurde halt dann als Präsident eingesetzt, bis zur Wahl. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ob man, wenn der Präsident da stirbt, in welcher Art auch immer, ob dann automatisch dann neu gewählt wird oder wie auch immer das funktioniert, ich weiß es nicht. Ja, das war es, meine Freunde. Ich habe euch alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Ja, wie gesagt, es gibt noch ein Multiplayer und so weiter. Und ja, also vielen Dank für euer Interesse, fürs Zuschauen. War 13, Let's Play 13. Wie gesagt, ich fand damals, als das Original rauskam, coole Sache, mal einen Ego-Shooter zu spielen, der halt in Cell-Shading, in richtig Comic-mäßig gestaltet war. Fand ich irgendwie cool seinerzeit. Und ich fand auch dieses Remake, also diese Version des Remakes, auch meiner Meinung nach ganz ordentlich, man konnte es gut spielen, wie gesagt, sah meiner Meinung nach auch gut aus und ja, es gibt ein paar Bugs, sicher, aber die waren jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen, das Spiel ist deswegen unspielbar oder so, ja, also, ja, vielen Dank für euer Interesse, bis zum nächsten Let's Play, euer Annie.